musst auf jeden Fall diese Taktik, diese Anweisung spielen, damit du endlich besser wirst in FIFA. Ich habe die letzten Tage wieder komplett gegrindet und ich bin dazu gekommen, neue Free Triple 2 Taktik Anweisungen brutal. Ich hoffe, euch allen geht's gut. Lasst auf jeden Fall jetzt schon ein Like und ein Abo da. Wenn ihr Fragen habt, schreibt sie in die Kommentare. Und ich streame auf jeden Fall auf Twitch. Checkt das ab. Bevor ich euch aber die Taktik oder die Anweisungen zeige, kurze Kooperation. Bevor wir mit dem Video anfangen, habe ich eine kurze Kooperation für euch. Heute handelt es sich um Flexispot. Was ist Flexispot? Jungs, ich habe einen maximalen Tisch zugeschickt bekommen. Wirklich geisteskrank, wenn ihr den Tisch seht. Für alle Gamer oder allgemein, die einen Tisch zu Hause brauchen. Flexispot ist brutal. Ich muss euch auf jeden Fall jetzt mal den Tisch zeigen. Wir filmen das Ganze mal hier. Da seht ihr mein Equipment, wo ich meine Videos mache, wo ich streame, was auch immer. Guckt, was für eine Breite, guckt, was für eine Länge der Tisch hat. Und jetzt kommt das Krasseste. Schaut euch das mal an. Bei dem Tisch gibt es so Punkte, beziehungsweise Knöpfe. Ihr seht das hier. Es gibt die Knöpfe. Ich kann den Tisch mit dem Knopf nach oben machen. Also mein Equipment einfach komplett nach oben tun. Oder komplett nach unten. Das heißt, ihr könnt das immer so einstellen, wie ihr drauf Bock habt. Es gibt auch andere Funktionen, wie diese ganzen Tasten. Da könnt ihr so Module einstellen. Zum Beispiel auf 2 oder auf 1 oder hier. Wisst ihr, dann tut es automatisch einstellen, was ihr so haben wollt. Und von uns sieht das Ganze so aus. Es ist auch wirklich maximal stabil. Also ihr könnt da wirklich, da könnt ihr mit einem Hammer drauf und das wird nicht kaputt. Kabelmäßig, ja, bei mir sieht es nicht so brutal aus, aber das ist echt brutal. Auch die Steckdose, die dabei ist, guckt euch das an. Der Tisch an sich ist wirklich brutal. Wenn ihr diesen Flexispot-Tisch wollt, dann checkt auf jeden Fall den Link in der Beschreibung ab. Ihr macht auf jeden Fall nichts falsch mit Flexispot. Erster Link in der Videobeschreibung. Und jetzt viel Spaß mit den Taktiken. Ich hoffe, ihr rasiert. So, Freunde, ich weiß, viele von euch haben auf jeden Fall ehrlich Schwierigkeiten mit dem Spiel. Ich habe so viele Nachrichten bekommen. Enzer, neues Taktikvideo. Ich wollte ein bisschen chillen. Das letzte Taktikvideo ist auf jeden Fall schon fast einen Monat her. Auch wirklich sehr gute Klicks gemacht. Dafür küsse ich euer Herz. Und Freunde, ja, wie gesagt, für Triple 2 geht auf jeden Fall einfach mal auf Defensiv, nehmt die 4-2-2-2 und wenn ihr nicht wisst, wie ihr eure Spieler stellen sollt, einfach hier genau ein Bild machen, dieses Bild mir auf Instagram schicken und schreibt, ey, Enzer, komme von neuem Taktikvideo. Sehr wichtig, weil ich bekomme Nachrichten von alten Taktikvideos, die manchmal nicht mehr so krass spielbar sind. Deswegen immer all die aktuellen, auch immer die Glocke einschalten auf YouTube, sehr wichtig. Und ja, wie gesagt, schickt mal ein Bild auf Insta, lasst gerne noch ein Follow da und dann werde ich euch sagen, wie ihr wo eure Spieler stellen sollt. Viele wissen nicht wegen dem schwachen Fuß und so, auch Verteidiger sehr wichtig. Da kann ich euch auch ein paar private Tipps geben. Nachdem ihr eure Spieler gestellt habt, geht ihr auf jeden Fall auf die Taktiken. Beim Verteidigen nehmen wir auf jeden Fall ausgeglichen. Breite 45. Bei der Tiefe gehen wir auf jeden Fall auf 55. Ich habe diesmal ohne Tiefe, beziehungsweise nicht so hoch gespielt. 55 ist sehr geil. Da stehen die Spieler ein bisschen in der Mitte. Den Rest werden wir auf jeden Fall bei den Anweisungen regeln. Weiter geht es auf jeden Fall mit der Offensive. Wenn du ein Spieler bist, der mit dem schnellen Aufbau nicht gut klarkommt, dann machst du auf jeden Fall nicht. Du bist konteranfällig, aber wenn du gut verteidigen kannst, bist du offensiv eine Granate mit Doppelpässen in der Mitte, sehr, sehr stark. Deswegen lasse ich dir auf jeden Fall mal schneller Aufbau. Chancenerarbeitung ganz easy, einfach mal auf ausgeglichen. Ihr könnt aber auch direkte Pässe spielen. Ich würde euch ausgeglichen empfehlen. Alle Standard, sehr easy. Breite hier wieder auf 45. Spieler im Strafraum 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Wieso Ecken und Freistöße auf 1? Bitte guckt dir auf jeden Fall mal die NO-Ecke an. Lies von mir, das ist ein Bug. Ey Jungs, der geht immer rein. Wirklich, ich verarsche euch nicht. Jede Ecke ist drin, wenn ihr das gescheit macht. Deswegen testet es auf jeden Fall aus und lernt es. Und Jungs, ich muss auf jeden Fall einen Punkt ansprechen. Kommt es euch vor, dass ihr SBCs macht, die am Anfang sehr gut sind, aber im späteren, also im Nachhinein, viel schlechter werden? Ich schwöre es euch, Jungs. Ich mache eine SBC, sie spielt euch gut. Es fühlt sich so an, als ob ihr die absichtlich schlechter macht. Und ich muss auf jeden Fall auch erwähnen, dass das schlechteste FIFA aller Zeit ist. Ja, aber ey, egal, so die Sucht kickt trotzdem. Deswegen machen wir auf jeden Fall weiter. Das sind die Taktiken. Macht auf jeden Fall am besten einen Screenshot. Wir machen weiter mit den Anweisungen. Da habe ich auf jeden Fall auch ein paar Sachen zu sagen. Wir fangen an mit den Torhüter. Torhüter, Flankenfänger, wichtig, auch wenn wir selber bei Ecken den Torwart steuern. Ist immer geil, wenn die Anweisung auch da ist, dann geht er ein bisschen selber raus. Deswegen Flankenfänger, sehr, sehr cool. Linker Verteidiger, rechter Verteidiger, müsst du auf jeden Fall eigentlich viel überlegen. Hintenbleiberangriff und Hintenbleiberangriff. Junge. Ich hoffe, ihr habt alle Gesundheit in die Kommentare geschrieben. Okay, Freunde, wie gesagt, beide Außenverteidiger hinten bleiben. Bei den beiden Innenverteidiger macht ihr gar nichts. Also stellt auf gar keinen Fall da irgendwas ein. Das ist eh, also wirklich Müll. Außer, was ich sehr nice finde, ist, wenn ich zum Beispiel jetzt hinten liege, dann gehe ich auf sehr offensiv und gehe auf meine Innenverteidiger und drücke einfach auf Stürmerrolle übernehmen. Die sind dann so offensiv, du kannst dann so auf Flanken gehen. Also wenn du eine sehr offensive Formation hast, mach auf jeden Fall Stürmerrolle übernehmen. Die sind dann alle vorne. Das ist wirklich so ab 85. Minute, wenn gar nichts mehr geht,
Mach diese Anweisungen. Zurück zur Taktik, meine Jungs. Okay, wir haben die Taktiken gemacht, Anweisungen haben wir gesagt. So, hier auf jeden Fall, also ich sag immer, das ist eine 8er Position und eine 6er Position für mich. Einer ist für mich der Abräumer, der andere ist eher der Spielmacher. Oder ihr habt einfach ein Team of the Year stehen, so, und der alles kann, so Bellingham, Puteas oder Oberdorf, solche Sachen. Aber spielt immer die 8er und 6er Kombination. Wirklich, das ist geisteskrank, wie wichtig das ist. Bälle von der Mitte auf die Außen hier auf Ham oder Ribéry ist sehr OP. Ihr könnt auf jeden Fall auch von hier sehr geil mit Doppelpässe agieren. Zwischen Bellingham und Zidane hier zum Beispiel, der Ham und Bellingham. Also Bellingham ist in dem Fall als Beispiel jetzt provisorisch alles, das ganze Team. Es geht um die Taktik. Sagen wir mal, Bellingham ist mein Sechser. Der Sechser wird auf jeden Fall hinten bleiben. Der hat nichts vorne zu suchen und der wird die Mitte abdecken. Bei unserem Achter, den werden wir auf jeden Fall bei den Angriffen auch etwas zurücklassen, denn wir haben ja unsere beiden ZOMs, also unsere Flügel. Deswegen da auf jeden Fall nur hinten bleiben und einfach Flügel abdecken, mehr nicht. Also nochmals, hinten bleiben, Flügel abdecken, der andere auf jeden Fall hinten bleiben und Mitte abdecken. Rechter ZOM, linker ZOM. Jetzt ist es wichtig, den schnelleren Spieler, also wir haben alle eine Seite auf der Seite, wo wir immer spielen. Das heißt zum Beispiel, ich habe auf dem rechten Flügel Mia Hamm und ich spiele im Spiel immer irgendwie auf Mia Hamm. Und mit der baue ich irgendwie mehr meinen Spielaufbau auf. Ja, ihr kennt das ja, dass ihr auf eine Karte immer öfters spielt. Ihr sucht nach den günstigsten und sichersten FIFA-Coins? Dann checkt MMAXP. Hier bekommt ihr die günstigsten und sichersten FIFA-Coins mit dem Code ENSA nochmal 5% Rabatt. Also gönnt euch, erster Link in der Videobeschreibung. Das heißt, auf diese Karte, wo ihr öfters drauf spielt, gebt ihr auf jeden Fall vorne bleiben. Und auf der anderen Karte, beziehungsweise beim linken ZOM, gebt ihr defensive Verstärken. Ich habe das dieses Mal versucht, das war so geil, bei einer Ecke war immer der Ribéry weiter hinten. Das heißt, ich konnte immer von meinen Mittelfeldspielern auf Ribéry spielen. Und Mia Hamm ist einfach vorne geblieben und mit der konnte ich auf jeden Fall direkt auf meine Stürmer gehen. Also, den schnelleren Spieler, beziehungsweise den Spieler, den wir öfter auf der Seite spielen, gebt ihr vorne bleiben, den anderen defensiv verstärken. Und Jungs, bitte, wenn ihr Fragen habt, bitte schreibt sie in die Kommentare, haltet euch nicht zurück. Ich werde sie auf jeden Fall auf YouTube auch beantworten oder auf Insta. Also, ab und zu sehe ich sie nicht, aber schreibt auf jeden Fall. Ich helfe euch wirklich, wenn ihr irgendwas braucht. Gar kein Problem, gar kein Stress. Gebt ihr meine Hand. So, dann haben wir auf jeden Fall beide Stürmer und jetzt wird's interessant. Diesmal habe ich auf jeden Fall das so gemacht, bei beiden Stürmern, den Spieler, der schneller ist oder der besser ist einfach. Wir kennen es ja, wir haben einen, der besser ist. Ich gehe mal davon aus, dass es bei mir jetzt Mbappé als Beispiel. Den besseren Stürmer gebt ihr hier Abwehr überlaufen und bei unterstützte Läufe macht ihr den als zentral orientieren. Das heißt, der soll auf jeden Fall nicht links stehen, rechts stehen, der soll auf jeden Fall sich zentral orientieren und die Abwehr überlaufen. Plus, der soll vorne bleiben. Der hat nichts zu suchen. Was soll ich mit dem hinten? Wisst ihr, wie ich meine? Das heißt, Abwehr überlaufen, zentral orientieren, vorne bleiben. Beim anderen Stürmer hingegen, macht ihr auf jeden Fall nur Abwehr überlaufen. Jetzt kommt es auf dich an. Wenn du willst, mach auf jeden Fall auf defensiv verstärken. Wenn du willst, ey, ich feiere es irgendwie. Wenn ich ein Spiel noch habe, der die defensiv verstärkt, dann mach auf jeden Fall auch defensiv verstärken. Ich selber habe jetzt ohne defensiv verstärken gespielt, sondern einfach nur so. Deswegen kannst du das auf jeden Fall auch so lassen. Das was an sich mit der Taktik und mit der Anweisung. Was da auf jeden Fall noch zeigen will kurz, sind die Kontrolleinstellungen, Time Finish und meine Kameraeinstellungen, weil viele von euch fragen. Und ich würde euch auf jeden Fall auch empfehlen, bei den Rollen was zu machen. Falls ihr Freischüsse, Eckbälle macht, geht das immer viel, viel schneller. Dann müsst ihr auch nicht die ganze Zeit Spieler wechseln. Ihr seht, ich habe auf jeden Fall 5,5 Millionen Münzen. Ich muss auf jeden Fall auch noch was machen zu den SBCs an sich, Schrott-SBCs. Wer mein Video nicht geguckt hat, welche SBCs ihr mitnehmen könnt, checkt auf jeden Fall ab. So, erstens ist auf jeden Fall, erstens was wichtig ist, Time Finish. Bitte spielt Time Finish. Wenn du kein Time Finish benutzt, dann kannst du direkt aufhören mit FIFA. Das ist gefühlt das Wichtigste. Also es gibt wirklich gefühlt nichts Wichtiges als Time Finish. Deswegen hier Abschlusstiming ein und Time Finish Tutorial angucken und lernen. Ich habe auf jeden Fall auch eins auf meinem Kanal. Geht weiter runter, 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 hier. Wechselrechter Stick haben viele von euch automatisch auf adaptiv eingestellt. Wenn ihr da mit dem rechten Stick eure Spieler wechselt, bewegen sich einfach so komisch, es ruckelt ein bisschen. Deswegen klassisch, geht viel schneller, viel besser. Und lernt auf jeden Fall auch mit der R3-Taste Spieler zu wechseln, weil nur mit L1 ist ein bisschen kritisch. Weiter geht's mit Player-Lock. Player-Lock auf jeden Fall auch eins der wichtigsten Sachen, deswegen lernt das. Beides auf jeden Fall auf ein machen. Geht weiter runter, runter. Und hier haben auf jeden Fall viele bei euch bei Analog Sprint auf 1. Das heißt, je länger du gedrückt haltest, desto langsamer, aber schneller wird er. Das ist aber nicht nice, wenn du den Ball hast und schnell sprinten willst, dauert es einfach lange, bis du die Taste hältst. Deswegen auf jeden Fall auf Ausmachen.
sehr wichtig. Bei der Kamera spiele ich selber die Übertragung Tele, Höhe 20, Zoom 0 und rechts ist eh sowieso egal. Das ist für mich, Jungs, wirklich die beste Kamera. Das ist ein bisschen näher am Spielfeld, aber ich sehe das ganze Spielfeld viel besser. Das ist an sich auf jeden Fall mit der Taktik. Wie gesagt, wenn ihr Fragen habt, schreibt es in den Kommentaren. Lasst ein Abo da, ich küsse eure Herzen, ihr seid die Besten, bleibt gesund und ja, wir sehen uns beim nächsten Video. Haut rein, ciao, ciao.